willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelderland 1.4 Beta. So, ich renne mal jetzt übers Feld, aber habe nämlich keine Zeit, ey. Ich werde gleich einen Anhänger voll Gerste verkaufen. Müsste dann passen. 70.000 brauchen wir ja nur. Und da kriegt man fast 30.000, müsste man da rumkriegen. Und dann haben wir endlich die Metzgerei. Weil Termin ist gemacht im Racex. Wir fahren jetzt dann kurz zum Edeka, verkaufen was. Und dann zur Metzgerei. Es liegt ja im gleichen Dorf. Und dann sind wir lang unterwegs hier, ey. Upsasa. So, wo hat denn der den Anhänger hingestellt? Hier. Ja, ich verkaufe jetzt erstmal die. Ah, ne, warte mal. Ne, warte, ich nehme gleich den großen Anhänger. Weil wir müssen dann ja auch noch die Schäfchen abkaufen. Mist. Gleich mal hier Schaden gemacht. Muss halt gucken, dass ich an die Deichsel rankomme, ne? So. Es nimmt auch nicht mehr jeder alles an. 200.000. Kam wirklich 200.000 Dingel runter, ey. Heftig. Ich dachte, ich wäre schon voll. Planet so. Und dann geht's los. So, wir fahren heute mal hier lang, weil da steht kein Blitzer. Können wir die ganzen 63 km/h ausnutzen. Ah, ich glaube, da hat der Blaubeer seinen Traktor abgestellt. Mal einfach mal. So, es ist auf jeden Fall schön, dass die Kamera nicht mehr rumzuckelt. Was wir auch zum Teil wieder neu dabei haben, ist Überlanddeko. Heißt, das Rundrum um die Map nach außen hin ist schon dekoriert. Wir haben neue Verkaufsstellen bei der 1.4 mit 3, die werden wir auch nach und nach wahrscheinlich kennenlernen.
Hier im Wald ist zum Beispiel eine versteckt. So. So, 40.000 plus, dann sind wir knapp bei 100.000. Ich muss noch überlegen, wie ich die Schäfchen runterbekomme vom Herrn Müller. Wie ich da dran komme. Weil ich habe keinen Viehtransporter. Und der Jürgen hatte, glaube ich, auch keinen. Obwohl er ein Transportunternehmen ist. So, sind wir zwar einen kleinen Schlenker gefahren hier. Das fällt mir gerade ein, ich hätte auch nur einen Blitzer haben müssen. Gott, stehen hier schon morgen um 7:45 die Leute auf dem Parkplatz, ey. Ich verkaufe jetzt nur so viel Dinkel, dass es uns reicht. Und den Rest verkaufen wir hoffentlich noch zu einem deutlich besseren Preis. Zum Metzger. Oh, da ist er mit zwei Traktoren, ist ja schon voll. Die haben auch hier ein Makeover gekriegt. Ich muss nur mal gucken, ob hier noch. Moin! Servus! Du! Was hast du denn für ein Gespann hier? Hier ist mein neuer Anhänger. Schick, schick.
Jo, musste mal sein. Musste gerade noch ein bisschen Dinkel verkaufen, dass ich genügend Cash dabei habe für dich. Weißt du, welche Tiere hier angenommen werden? Ja, Schweine und Kühe. Und ich glaube auch Schafe. Glauben oder wissen? Das kann ich dir sagen. Nee, kann ich dir nicht sagen. Schafe auch. Ist es sicher? Ich meine schon. Okay. Aber hauptsächlich nimmst du am besten Kühe und Schweine. Ja? Ja, Ja, ich das muss mal gucken. sind Ich am besten. hab halt schon ein paar Schafe angeboten gekriegt, weißt du? Okay. Deshalb wäre das, dachte ich eigentlich, das wäre das Erste. Okay, gut. Wo muss ich ihn unterschreiben? Moment. Kosten hatten wir ja ausgemacht, 70.000 glatt durch die Silos da hinten. Genau. Dann hier einmal unterschreiben. So, hier, danke. Moment, dann trage ich das kurz ein. Und dann bekomme ich von dir noch 3.000. Darauf erstmal ein Rockstar. 3000 kriegst du noch. Jo. Also die Gemeinde. Danke dir. Jo, danke. Aber nur noch was anderes. Die Pacht von der 106 und 102 sei jetzt ausgelaufen. Ja. Gut. Okay. Super. Dann weiß ich da Bescheid. Was kosten die denn? Die Felder. Ja, oder zumindest. Oh Gott. Warte mal, ich guck mal gerade. Ja, die 106. 106, Moment. Ja, wobei 300.000 habe ich gerade nicht auf der hohen Kante. Ja, die würde 332.600 kosten. Okay. Aber warte mal, dann kann ich doch gerade mal nachgucken. Wie heißt das Ding jetzt? Metzgerei, ne? Metzger, hier. Ja, guck mal. Keine Schafe mehr. Nicht? Nöp. Ah, dann haben die raus. Ah, Mist. stimmt. Ja, stimmt, da war was. Okay, einen Anhänger hast du nicht für Tiere, gell? Nee. Na, den drücke ich mal weg. Okay. Gut. Brauchst du Diesel? Nee, was will ich denn mit dem? Okay. Das war's. Ja, was will ich denn Wann? mit dem Win? Ah, nicht mit dem. Ach so, du meinst Kraftstoff. Ja, ich mit Diesel. richtigen Diesel. Nee, brauche ich gerade nicht, danke. Okay. Ich hab, glaube ich, noch, oder? Ich hatte doch von dir so einen. Ja, du hast von mir einen Anhänger bekommen, so einen kleinen. Okay, gut. Okay, gut, dann erstmal bis die Tage. Jo, ciao. Tschüssi, danke. Hey du, sag mal. Hältst du den Glas noch lange? Warum? Interesse. Du hast Interesse daran. Ein schönes Glas. Ja, Was Feines. ist schon schick. Warte mal, ich guck mal gerade. Wie viele Stunden hatten der? 15,4. Geht ja noch. Moment, ich guck mal gerade rein. Nee, ganz ehrlich, das lohnt sich nicht, den zu verkaufen. Nicht? Was würdest du denn ausgeben? Jetzt mal, der wird so 90 bis 100.000 noch wert sein.
Ja, die, weißt du, die Sache ist die. Das war ja der billige, ne? Ja, für den Preis kriege ich halt auch keinen vergleichbaren mit der PS-Zahl, die ich brauche, weißt du? Und Ja, der ist schon stark. ich brauche ja schon so ein Minimum, ich glaube 300 PS. Lass mich gerade mal gucken. Die Horsch 270. Ja, 270 brauche ich. Wobei mein JD hat auch 300. Also wenn ich dran denke, ihn zu verkaufen, dann melde ich mich bei dir. Jo, macht das mal. Okay. Gut. Dann Sollte dann erstmal. noch weniger wert sein. Ja. Gut. Bis dann erstmal. Jo, ciao. Tschö. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Ich hätte ja schon gern jetzt verkauft, gell? 90.000, der ist noch 56 wert. Aber das lohnt sich halt im Moment nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.